Damit wären wir dann. Damit wären. Hallo ihr Lieben, ich hatte in meinem Gewinnspiel-Video ja gefragt, was ihr gern mal für Videoformate von mir sehen wollt. Und es kam relativ oft die Antwort, wir möchten gerne Subvideos sehen, also meine ungelesenen Bücher. Und da habe ich mir gedacht, gut, okay, dann mache ich jetzt mal ein Subvideo. Und wenn es euch gefällt, dann schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, dann mache ich noch mehr solcher Subvideos. Und ihr müsst mir auch mal sagen, ich habe jetzt erstmal 5 Bücher rausgesucht. Ich werde das wie die anderen jetzt auch einfach mal ganz unspektakulär 5 vom Sub nennen. Und ja, falls ihr mehr als 5 Bücher in einem Video haben wollt, dann müsst ihr mir das sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer viel Spaß dabei. Ich habe mir im Vorfeld mal 1, 2 Subvideos angeguckt. Das macht ja jeder so auf seine Art und Weise. Und ich habe jetzt einfach mal blind 5 Bücher aus meinem Regal gegriffen. Und das erste ist Die 12 von Justin Cronin. Dieses Buch habe ich mir mal reduziert im Hugendubel für 5 Euro oder so gekauft. Und ich möchte es jetzt diesen Monat auf jeden Fall mitlesen. Denn jetzt Ende Oktober kommt der 3. Teil raus, Die Spiegelstadt. Und ich möchte dann damit auch gerne dann die Passage-Trilogie beenden. Und dieses Buch ist nicht ganz so dick wie der erste Teil. Es hat humane, lasst mich gucken. Das ist nochmal so eine Agenda. Naja, sagen wir mal so 820 Seiten ungefähr hat's. Der erste Teil hatte über 1000 Seiten und das war schon echt eine Herausforderung. In diesem Buch geht es immer noch um Amy und ihre Freunde und Amy versucht halt, die 12 zu finden und umzubringen, denn die 12 sind Vampire quasi, die von Menschen geschaffen wurden und wegen diesen 12 ist die Welt überhaupt untergegangen. Und ja, man, wie gesagt, die versuchen jetzt halt zu finden, dass die Menschheit halt noch eine Chance hat zu überleben und gerettet werden kann. Ich mochte den ersten Teil von der Story her richtig gern und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der Schreibstil im ersten Buch hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil er sehr, sehr umschweifend und ausladend ist. Aber ich werde mich trotzdem jetzt versuchen, durch dieses Buch zu kämpfen, weil einfach ich die Story so toll fand und ich wissen möchte, wie es mit Amy und ihren Freunden weitergeht. Das zweite Buch, was noch auf meinem Sub rumliegt, ist Die Quersumme von Liebe von Katrin Ziepse. Dieses Buch ist aus dem Magellan Verlag. Ich finde dieses Cover auch richtig hübsch und richtig schön und süß gemacht. Und in diesem Buch geht es um Luzi und Luzis Welt gerät ins Wanken, als ein Brief ihrer verstorbenen Großmutter sie erreicht. Und das Geheimnis, mit dem er sie konfrontiert, nimmt ihr Leben Stück für Stück auseinander. Doch plötzlich ist da Puma, bei dem sie sich frei fühlt und geborgen. Damit sie mit ihm zusammen sein kann, muss Luzi ihre Erinnerung zu einem neuen Bild zusammensetzen, in dem Lügen keinen Platz haben. Und ich finde, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Ich habe dieses Buch von der lieben Annika mitgeschenkt bekommen. Und ja, ich möchte es jetzt echt irgendwann mal demnächst auch mitlesen. Eigentlich möchte ich alle meine Bücher auf dem Sub irgendwann mal mitlesen, aber Aber Die Quersumme von Liebe, wie gesagt, ich finde das Cover richtig hübsch und es hört sich auch sehr, sehr spannend an mit einer Familiengeschichte, mit Lügen und Intrigen und ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Buch und wie gesagt, habe es von der lieben Annika damals geschenkt bekommen und seitdem suppt es hier so bei mir rum. Was auch noch bei mir auf dem Sub liegt, ist dieses Buch hier, After Passion von Anna Todd. Ich habe jetzt bei Medimops Band 2 und 3 bestellt. Annika hat mal zu mir gesagt, lies bitte aus das Buch, wenn du den zweiten Band zu Hause hast, weil das endet mitten im Satz. Also auf jeden Fall musste ich mir jetzt Band 2 und 3 erstmal besorgen, sonst fange ich jetzt dieses Buch nicht an, weil wenn das wirklich so ein blödes Ende hat, ist das doof. Und ja, auch dieses Buch suppt schon seit, ich glaube, letztes Jahr irgendwann bei mir rum. Ich wollte es schon so lange lesen, aber irgendwie, es schreckt mich ab. Es ist so dick und die Schrift ist jetzt auch nicht wahnsinnig groß, ne? Also, ich weiß, dass die Reihe ganz, ganz viele Fans hat und ich möchte sie auch auf jeden Fall lesen, ne? Sonst hätte ich ja das Buch nicht, aber es ist so wahnsinnig dick und es schreckt mich irgendwie ab. Aber vielleicht lese ich es jetzt auch irgendwann mal demnächst mal mit. Sollte ich vielleicht, ne? Seid ihr dafür, dass ich auch After Passion lese? Schreibt es mir in die Kommentare. Dieses Buch wollte ich damals unbedingt haben, als es rauskam, weil ich fand, die Story hat sich richtig gut angehört und ich fand das Cover richtig cool. Und dann ist es bei mir irgendwie in Vergessenheit geraten und dann habe ich es irgendwann mal für 3 oder 4 Euro bei Medimops gesehen zufällig. Und dann dachte ich so, jetzt kaufst du es dir. Und dann habe ich mir das bei Medimops bestellt, auch letztes Jahr irgendwann und seitdem liegt es hier rum. Und ich lese es nicht, obwohl es ein Einzelband ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich hier noch auf eine Fortsetzung machen könnte. Nö, es ist ein Einzelband. Also von daher müsste ich es jetzt echt irgendwann mal lesen. Und in diesem Buch geht es ja darum, dass die Protagonistin, jetzt lass mich nochmal gucken, wie sie heißt.
Elster. Elster ist ein Kind der Schluchten, also quasi einer niederen Kaste. Und Elster soll mit Valentin zusammen, der Sohn des Panarchen ist, also des obersten Boss, die beiden sollen quasi zusammen einen Auftrag erledigen. Und die beiden wissen aber auch nicht, wieso, weshalb, warum sie das machen sollen, was da der Sinn da dahinter ist, dass man ausgerechnet die beiden zusammen losschickt. Und das ist das, worum es in diesem Buch geht, also dass die diesen Auftrag erfüllen und dass die rauskriegen, was da jetzt genau da dahinter steckt. Und ja, wie gesagt, ich fand das damals so spannend und ich finde es auch jetzt noch spannend, ne? Aber irgendwie habe ich es noch nicht gelesen. Queen of Clouds, die Wolkentürme. Kennt ihr dieses Buch? Habt ihr es schon gelesen? Ist es gut? Sagt mir nicht, dass es schlecht ist. Das wäre doof. Also wenn ihr es gut findet, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr es schlecht findet, schreibt es mir nicht in die Kommentare, weil das demotiviert mich dann nur noch mehr, es nicht zu lesen. Aber ich muss das echt irgendwann mal mit angehen hier. Mein Sub abbauen, echt. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch für dieses Video und das ist dieses hier, Delirium von Lauren Oliver. Das ist ja der erste Teil der Amo-Trilogie. Das ist eine Dystopie und hier geht es darum, dass Liebe eine Krankheit ist und jeder an seinem 16. oder 18. Geburtstag irgendeine Operation bekommt, wo dann irgendwas rausgemacht wird, dass man nicht mehr lieben kann oder sich nicht mehr verlieben kann. Doch die Protagonistin in diesem Buch, Lena, verliebt sich natürlich, bevor diese Operation bei ihr stattfinden kann und damit ist natürlich das Leben für sie nicht mehr so, wie es war. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieses Buch für mich bereithält, weil ich habe von vielen gehört, dass der erste Teil richtig, richtig gut sein soll. Der zweite und dritte soll dann nicht mehr so gut sein. Aber der erste soll richtig gut sein. Deswegen möchte ich den jetzt auch irgendwie mal mitlesen. Wie gesagt, dieses Buch suppt auch bei mir rum. Ich habe den zweiten Teil Pandemonium auch schon da. Mir fehlt nur noch der dritte. Und ich glaube, ich lese die, wenn ich alle drei Bücher habe, irgendwie mal. Habe ich einen Grund, das noch aufzuschieben, damit ich mein Gefühl nicht so schlecht ist. Das war mein erstes 5 vom Sub-Video. Falls ihr weitere Videos dazu wollt, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.